So, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans, ich bin's wieder, euer Holger von Holgers Wunderland und ich zeige euch heute mal, ich habe mir eine Hütte gebaut im Garten, die habe ich gebraucht gekriegt, die habe ich jetzt so ziemlich fertig, ich zeige euch gleich noch ein paar Fotos und ein paar Filmchen, sind zwar nicht ganz so schlimm geworden, weil ich alles alleine machen musste, aber ihr werdet einen Einblick davon kriegen. Jetzt gehen wir mal kurz rein. Ja, hier habe auch schon meine Stromversorgung. Die Power Oak. Ich weiß jetzt gerade nicht die Bezeichnung. Ich zeige euch das nochmal. Ich mache dazu übrigens auch nochmal ein Video. So. Ich habe jetzt nur eine LED-Versorgung angeschlossen. Wie ihr sehen könnt, kein Verbrauch, weil diese ganze Leiste hier oben, die hier dran hängt, die hat nur, ich glaube, 8 Watt oder so. Und das zeigt die Stromversorgung nicht an. So, ansonsten habe ich hier schon mein Tablet liegen, mein Laptop. Dann einen kleinen Medium-Lautsprecher, den habe ich mal vom Sperrmüll. Der funktioniert nur einwandfrei, der ist nur hinten am Gehäuse gerissen. Dann sind hier schon Bänke drin, ein Tisch, Aschenbecher natürlich auch, darf nicht fehlen. Dann hier die Fenster, ja, dann halt eben Bänke drin. Dann habe ich hier an der Tür auch schon mal so ein kleines Ablagefach, halt oben das Dach. Aber das seht ihr dann in den Luftaufnahmen. Ja, ist noch nicht ganz fertig, hier muss noch ein bisschen was getan werden. Holz muss verkleidet werden, ich habe oben noch Lücken drin, die müssen noch zu. Damit keine Wespen reinkommen. Die Tür muss gemacht werden. Den mussten wir leider knacken, weil der Schlüssel verloren gegangen ist. Ja, Hochbeete sind schon, die erste Pflanze wächst schon. Das ist das Cola-Kraut. Ansonsten gibt es hier im Garten, sieht es noch ziemlich chaosmäßig aus. Einmal so ein kurzer Rundgang. Aber das seht ihr auch auf den Videos. Thank you.
So, das war's jetzt schon wieder mit dem Video. Ich wünsche euch alles Gute. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, zu disliken. Und vergesst auch nicht zu kommentieren, wenn ihr dabei Fragen habt. Das wär's eigentlich schon. Tschüssikowski, euer Holger.